Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Tour Vlog Tag 0. Wir haben den. Wir sind nur 14.07.2021. Was macht ihr hinter mir? Wir stehen an der Tankstelle. Wir brauchen noch ein bisschen Treibstoff für das anstehende Kämpfen durch das. Ja, durch den Amazonasregen. Und starten die Müller und Kowalski Tour. Was das beinhaltet, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wisst ihr es. Wenn nicht, Deutschland, Österreich und Polen. Und vielleicht auch Belgien. Da macht es keinen Sinn mehr. Es ist letztes Jahr auch schon bei diesen Touren, die wir irgendwie zusammen murksen, sind auch immer viel zu viele Länder zusammengekommen. Naja, morgen haben wir das erste Date, beziehungsweise morgen die ersten zwei Dates sogar. Und das zweite Date morgen, darauf baut die ganze Tour quasi auf. Wir fahren jetzt schon mal ein Stück, damit wir das hinter uns bringen. Wir haben 20 nach 8, wir wollten viel früher unterwegs sein. Und fahren halt schon mal ein Stück, pennen dann unterwegs irgendwo, wo es uns genehm ist. Und dann geht es weiter. Idioten, ne? Ich habe gerade noch gesagt, das ist aber keine Rettungsgasse, was hier ist. Und was ist, da kommt das Blaulicht. Ihr ey, alle zu dumm, um in Kacken zu stinken. Ist wirklich den ganzen Weg jetzt schon, ne? Weil die jetzt alle hier so urlaubsmäßig unterwegs sind, dass hier gar nichts geht. Aber das ist echt, also Mitte fahren ist das neue Ding überhaupt. Und Leute dich rein, rauslassen. Und er ist auch nicht weit gekommen. Also ich sehe ihn zwar nicht, aber der LKW, der gerade auf der anderen Bahn war, da hat das Blaulicht noch drauf, das reflektiert noch. Vielleicht ist das ja hier direkt. Da hinten durchblinkt es auch. Wer weiß. Das wird sich zeigen. Der LKW fährt übrigens für die Firma Arrow. So Leute, ja, wir haben jetzt einen Parkplatz. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber dann, hier steht man sonst nicht. Aber hier läuft das auch keiner durch. Hier ist alles zugeschissen. Und jetzt noch weiterfahren ist halt auch kacke. Sind jetzt 4,5 Stunden, glaube ich, gefahren. 3,5 Stunden dann morgen noch. Oder vielleicht ein bisschen mehr morgen früh. Das ist jetzt gerade von der Zeit her so okay. Ja, wir haben hier ein Klo. Und hier ist halt echt kein Platz. Absolutes Chaos, alles voll. Aber merkst du nichts. Wir legen uns jetzt erstmal hin. Wenn dir alles und jeder scheißegal sind, besteht die Gefahr, dass du irgendwann als Depp dastehst, denn das hier ist die LKW-Zufahrt, da geht es nur für PKW rein. Er stand heute gestern Abend schon da, als wir hier angekommen sind, und hier war auch alles vollgeschissen bis hier vorne, deswegen stehen wir auch hier oben, aber jetzt sind alle schon weg und er steht alleine noch da. Und alle anderen sind natürlich zu Recht voll angepisst, weil die sich dann hier durchquetschen müssen. Und auch das Glück haben, dass sie gerade so da durchkommen. Es wird halt auch alles so gemacht, dass da halt keine LKW durchfahren können. Und es ist auch super eng und super knapp. Und jetzt auch so eine Sache, ist ja auch normal und oft, dass man dahinter nochmal steht. Aber jetzt da vorne sind schon alle weggefahren. So, was ich gerade noch sagen wollte, wo das Akku jetzt gerade leer war. Die Jungs können natürlich nichts dafür, die müssen ja auch irgendwo hin. Das ist alles scheiße, allzu wenig Parkplätze, bla bla bla. Ich weiß nicht, wann die aufgehört hat, mich aufzuschneiden, aufgehört aufzunehmen. Wir machen uns weiter fertig und dann fahren wir weiter 3,5 Stunden und dann melden wir uns mal wieder wahrscheinlich, weil mehr passiert nicht. Außer, dass wir weiter in Bayern Baustellen bewältigen. Hui. So, Familienland Pillerseetal, ist das richtig? Am Pillersee, Pillerseetal, Pillersee, Familienland. Wir sind hier. Wir waren letztes Jahr schon mal hier. Da hat man morgens wegen Regen den Elektriker nach Hause geschickt und es war keiner da, der die Fahrgeschäfte anschmeißen konnte. Also wenn, der Elektriker muss hier sein, damit die elektronischen Attraktionen laufen. Man konnte alles andere machen, was nicht elektronisch funktioniert. Was denn?
Ja, das hatte ich. Geht das jetzt wieder? Ja, du musst es jetzt aber hochswipen. Aha. Das weißt du schon nicht mehr. So. Wir machen jetzt schon mal ein paar Aufnahmen. Wir gehen auch schon mal rein. Und gleich kommt noch der Christoph von CAF, besser bekannt von SBF Visa. Und denn hier gibt es seit diesem Jahr eine neue Achterbahn. Die haben wir euch letztes Jahr auch schon gezeigt. Das erzähle ich aber ausführlich, glaube ich, alles mit ihm zusammen. Natürlich auch im Video zum Familienland, was dann ab jetzt gedreht wird. Und ja. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Freizeitpark Familienland in St. Jakob in Haus. Das liegt im schönen Tiroler Unterland. Aus öffnen. Hey, dann in die Bügel ohne Pistole nach oben. Magic! Hello Peoples, wieder hier in diesem Fachzeug. Wir sind durch. Wir haben, was haben wir denn? 10 vor 2 schon, holy moly. Haben ein cooles Interview mit dem Juniorchef gemacht und haben mit Christoph was gemacht und haben auch uns so gut unterhalten, haben lecker Bierchen getrunken und sehr cooler Park, hat sehr viel Spaß gemacht. Big Bang ist echt voll die coole Achterbahn. Aber habt ihr alles oder seht ihr alles in einem separaten Video. Wir machen uns jetzt Richtung Hotel, also das, was vom Phantasiana kommt quasi. Und die Route führt einmal quer wieder durch Deutschland. Na toll, weil wir sind ja in Tirol und jetzt fahren wir nach Salzburg. Wir haben jetzt hier einen Stopp gemacht. Das war so ein Gasthaus, wie hier eine Million am Rand stehen in Tirol. Und das sah ganz gut aus. Und dann haben wir jetzt hier einen Stopp gemacht, weil es ist noch relativ früh. Wir haben eine Brezen gegessen heute. Und jetzt essen wir unser Schnitzel, trinken unser Bierle und dann geht's weiter ins Hotel. Und was war hier mit dem? Ach so, ja, hier ist eine super Werbung. Zipfer ist so ein österreichisches Killerbier anscheinend. Und unser Kellerbier, das es bisher nur in Zipf gab, war immer schon Hashtag NoFilter. Unfiltriert aus Tradition. NoFilter seit 1858. Man muss schon sagen, wie heißt nochmal dieser Koch? Der sieht aus wie dieser Koch aus. Der kommt irgendwoher, der Typ bekannt vor darauf. Ist aber nicht. Also das ist schon sehr fortschrittlich, ehrlich gesagt. Man erwartet das nicht von so einer regionalen Biermarke. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Einer nach dem anderen dreht hier. Dennis Warnblink. Keine Ahnung, was. Und der hat hier rüber gedreht. Wenn er dahin will, dann geht hier bestimmt länger nichts. Der landet hier. Das ist nicht gut. Dann dauert das auch noch ein bisschen, bis wir da wieder lang können. Ich will aber, also bei uns wäre da hinten schon mal der Kreuzung gesperrt, dass hier keiner mehr reinfährt. Der Busfahrer und der andere da diskutieren gerade. Ich guck mal auf der Karte, ob ich eine Alternative finde. Also eine halbe Stunde hinlegen, schwindet immer weiter dahin. Ey. Es ist die ganze Zeit nur Kacke unterwegs. Du kannst pinkeln und ich kann duschen. Kannst auch in meiner Pipi duschen. Wie geht das hier? Hallo. Oh, wir haben zwei Fenster. Cool.
Warum geht das Licht nicht an? Was wir schon gemacht haben. Aha. Warum ist denn das, als ich das reingedrückt habe, das Licht angegangen? Boah. Steht da im Wohnwagen. Übrigens, wir sind ja dann die Parallelstraße gefahren und dann konnte man auch den Hubschrauber da oben stehen sehen und es war noch nichts an Rettungsfahrzeugen da. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und dann sind wir die Parallelstraße und dann wieder auf die normale Straße zurück. Kreisverkehr, dann kam die Feuerwehr uns entgegen und die haben dann so eine Mischung aus Verbremsen und wir driften halt durch den Kreisverkehr hingelegt und sind dann da hochgebrattert. So, wir sind jetzt im Hotel und müssen jetzt erstmal kurz die Siesta machen. Und dann geht es mit dem Video weiter, also mit dem hier jetzt quasi nicht, denn dann geht es für uns zum Phantasialand und dazu gab es auf jeden Fall ein extra Video, weil ich auch gewünscht habe, dass wir euch mal mitnehmen so zu so Opening-Veranstaltungen. Ah, guten Abend daher, meine Verehrung, habe die Ehre. Wie spät? 2 Uhr. Was haben wir gemacht? Getrunken und gequatscht. Hauptsächlich gequatscht. Sehr cool. Gute Nacht. Wir sind raus. Böse. Alles und jeder schläft schon und wir haben noch diese Scheiße. Ja.